Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer weiteren Indie-Ecke heute mit Summer Catchers, einem, ja, ich sag mal, Endlos-Runner-Arcade-Rhythm-Puzzle-Mix, dem es darum geht, dass ein kleines Mädchen, welches irgendwie am Nordpol lebt oder so, den Sommer erleben möchte, weil es noch nie den Sommer erlebt hat. Kann übrigens auch ein kleiner Junge sein, ich weiß es nicht genau. Wir gehen mal ins Spiel rein, starten ein neues Spiel. Ich habe ja mal ganz kurz reingeguckt, hier, das ist der Charakter. Also für mich sieht es auf den ersten Blick aus wie ein Mädchen. Naja, kann ja auch ein Junge sein, ist ja auch vollkommen egal. Starten ein neues Spiel. Wenn wir eigentlich das auswählen, nein. Gesteuert wird das Ganze über Tastatur. Und wir schauen mal rein in die Story. Da sitzt ein Rabe, eine Krähe, ein Raven, whatever. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Raben und Krähen? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Ich weiß es nicht so genau. Schwupp, da wachen wir auf, wunderbar. Anscheinend macht man das so, im Schnee schlafen. So, ich kann das Mädchen oder den Jungen, also ihn, sie, es. Bleiben wir beim Mädchen, sagen wir einfach, das ist ein Mädchen. Jetzt schon steuern. Jetzt lernen wir erstmal den Funny Bear kennen, der übrigens ein Wolf ist. Das ganze Spiel ist auf Englisch, man kann es glaube ich auch noch auf Russisch einstellen. Das Spiel kommt übrigens heute raus auf Steam und kostet, ich weiß nicht, ich kann zum Preis nichts sagen. Ich schätze mal so um die 10 Euro. Hallo, Bärchen. Beziehungsweise Wolf. So, wer bist du? Was machst du hier? Oh, ich bin gerade erst aufgewacht und habe festgestellt, dass ich noch nie zuvor den Sommer gesehen habe. Oh, das ist natürlich sehr traurig. So, wo ist der? Wo kann ich den Sommer finden? Ja, im Süden. Weit, weit, weit im Süden. Da, wo der Ozean ist. Oh, bitte helf mir, Funny Bear. Ich meine, wie kommt sie darauf, dass er ein Bär ist? Naja. Ja, was kann ich schon tun? Ich bin nur ein Holzarbeiter und übrigens bin ich ein Wolf. Oh. Stille. Okay, okay, du hast mich überzeugt. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Auf jeden Fall ist er jetzt überzeugt und er hilft uns. Denn einige Sachen kann er. Und was macht er? Er besorgt uns erstmal einen fahrbaren Untersatz. So muss er sein. Wunderbar. Ein Auto? Ja, dein eigenes Holzauto. Und du schlägst damit vor, dass ich... Ja, jetzt kannst du Richtung Ozean fahren und den Sommer finden. Aber zuerst ein Testdrive. Oder auch Tutorial genannt. Ist nämlich ganz gut. Im Tutorial ist es noch recht einfach, weil da das Spiel, wir werden es mir gleich sehen, abbremst. Ja, das ist nicht so gut, wenn man in irgendwelche Gegenstände reinfährt. Deswegen hat man Sachen, die man benutzen kann. Das wird uns jetzt erklärt. Ich habe etwas für euch. Genau. Schau mal hier. Verschiedene Werkzeuge. Und für jeden Gegenstand, auf den wir treffen, für jedes Obstacle, haben wir ein verschiedenes Tool, ein verschiedenes Werkzeug. Und in dem Fall benutzen wir jetzt einfach den, ich nenne es mal Rambock, hier oben. Damit können wir nämlich dann diesen Totempfahl zum Beispiel wegrammen. Hier könnten wir den Schneehaufen wegrammen oder drüber springen. Springen wir einmal drüber. Hui! Hier müssen wir definitiv rüberspringen. Hier müssen wir den Berg hochbeschleunigen. Und das ist schon ein Tutorial noch recht einfach, da es A, abstoppt das Spiel und B, meistens die richtigen Werkzeuge hat, außer jetzt in dem Fall halt. Das heißt, wir benutzen irgendein anderes Werkzeug, welches wir nicht mehr brauchen. Dann machen wir den Rambock weg und da haben wir Glück, da kommt das Sprungwerkzeug. Wenn man das nachher im Spiel macht, wie gesagt, dann wird es vor den Obstacles, vor den ja, Gegenständen nicht abgebremst, das Spiel. Es läuft in Echtzeit einfach weiter. Genau. Da werden es gibt jetzt keine Pausen geben. Das Leben ist hart. Sei bereit und hab Spaß. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Allzu weit kommen wir hier im Tutorial nicht. Soll es auch gar nicht. Einmal da durchpreschen, genau. Habe ich das richtig gemacht? Ja, ne? Habe ich richtig gemacht. Das war als nächstes. Einmal springen. Ne? Und diese Hinweisschilder, was man als nächstes benutzen soll für das nächste Obstacle, das steht im Spiel dann selbst auch nicht. Aber wir werden es ja gleich sehen. Einmal rüberjumpen. Sehr schön. Und jetzt kann man da durchbrechen. Das war natürlich nicht so gut. Und man kann, glaube ich, zwei Hits nehmen. Und der dritte Hit ist dann, ihr seht schon, das Fahrzeug ist kaputt. Der dritte Hit ist dann meistens, glaube ich, tödlich. Und zumindest ist das Spiel dann, oder der Run in dem Fall dann vorbei. Gut. Damit werden wir jetzt gleich auch schon fast den Spiel entlassen. Genau, wir haben kein Werkzeug mehr. Und das ist ganz gut, denn bei ihm können wir im Woodcraft
Shopping Center Werkzeug kaufen. Wir sagen, kaufen wir erstmal ein paar Bumpers ein. Die kosten 5 Mushrooms, sie haben 100. Na, 2, 3, 4, komm, haben wir mal 5, davon auch 5. Und hier von 4 von den Beschleunigern, dann haben wir keine Kohle mehr. 5 Bumper, 5 Jumper, 5 Booster, 4 Booster. Den Rest kann man alles noch nicht freischalten, das wird mit der Zeit freigeschaltet, genau wie die Gegenstände hier. Handicraft, was auch immer das bedeutet. Vielleicht kriegt man dann noch bessere Fahrzeuge oder so. Und hier natürlich auch neue Mützen, damit man gut aussieht. So, jetzt können wir hier noch die Post checken. Das weiß ich auch nicht, womit es auf sich hat. Vielleicht da Nebenaufgaben oder so. Gesundheit, sie hat gerade genießt. Würde ich sagen, fahren wir mal die erste Runde. Mal sehen, wie weit ich komme. Wie gesagt, alles in Echtzeit. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ohne Blase für Schutz. Ah, die hat nicht so lange gehalten. Da haben wir noch einen Rambock. Wow. Ah, Mist. Wow. Nicht gut. Ja. Da wir jetzt einfach keinen Jumper mehr hatten, ist der Run dann relativ schnell vorbei, obwohl so lange bin ich, glaube ich, noch nie geridet. Ja, genau, der Wald sieht aus, als wäre er endlos. Oh, guck mal da hinten. Hinterm Wald. Am Himmel. I know the way out. Ich weiß einen Ausweg, aber erst muss mir helfen. Genau, es gibt dann so kleine Nebenaufgaben, die der uns jetzt auch noch anbietet. Hier am Bulletin Board. Zum Beispiel 100 Pilze sammeln. Das nehmen wir einfach mal an. Das sind die Pilze, die schon die ganze Zeit im Weg standen. Die wir automatisch dann einsammeln. Genau, ich weiß schon, wie das geht. Aber hast du das jemals gemacht, während du ein Auto gefahren bist? Nein, natürlich nicht. Aber wir wissen es natürlich schon. Einfach nur drüber fahren. Das ist der der Trick dabei. Oh, wir können das hier öffnen. Was gibt's denn da? Bamboo. Bambusfahrzeug für 300 Mushrooms. Ein bisschen zu viel. Was gibt's hier? Oh, eine neue Mütze. Können wir uns kaufen. Ja, bringt nichts. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal wieder für den nächsten Run neue Gegenstände. Dann machen wir das mal so. Und mal gucken, wie weit wir jetzt im nächsten Run kommen. Ich weiß gar nicht, wann es noch weitergeht. Irgendwann kommt man natürlich aus dem Wald raus und fährt dann durch Städte und hast nicht gesehen. Bis natürlich irgendwann zur Küste und bis wir den Sommer gefunden haben. Machen wir noch einen Run. Ich muss mich wieder konzentrieren und halt deswegen die Klappe. Ihr seht jetzt automatisch, Pilze werden hier schon eingesammelt. Gib mir doch mal einen Jumper hier. Okay, das war pures Glück. Ja, rüberjumpen, gut. Ja. War ein bisschen so auf den, ja, aufs Glück angewiesen, dass man dann im richtigen Moment die richtigen Werkzeuge bekommt. Hm. Ich denke, wir müssen noch die... Oh. Trägt sie erstmal das Fahrzeug zurück. Ja, sollen wir jetzt reparieren. Das Reparieren kostet Gott sei Dank nichts. Machen wir das mal. Schwupp, da steht's wieder. Und reden wir nochmal mit dem Wolf. Was will er jetzt von uns? Wieso muss ich denn für dich Pilze sammeln? Weil du, wenn du Pilze hast, kannst du bei mir Sachen im Shop kaufen. Und wenn du weißt, wie man Pilze sammelt, während man fährt, ist das ein sehr wertvoller Skill. Mag sein, haben wir den schon... nein. Haben wir noch nicht erfüllt. Wir brauchen noch 40 Pilze. Aber ein bisschen was können wir noch bei ihm her, ja, wieder Gesundheit einkaufen. Von diesen Boostern braucht man gar nicht so viel. Könnt ihr davon welche verkaufen? Ja, kann ich. Nehmen wir mal 2 Booster mit. Ja, je mehr natürlich von den anderen Sachen kauft, wenn ich jetzt noch ein paar Bumper kaufe, ein paar Jumper kaufe und dann Booster brauche, ist natürlich umso unwahrscheinlicher, dass wir einen Booster bekommen. Dann kaufe ich vielleicht doch nochmal 2 dazu. Ist ja egal. Komm hier, die ganze Kohle raus. Was kostet's? So, noch ein Run. Mal sehen, was passiert, wenn wir die 100 Pilze gesammelt haben. Ja.
Das war knapp. Elch. Ein leuchtender Elch. Ah, Mist. Autsch, zu früh gesprungen. Ah, das geht also auch nicht. So, 100 Pilze. Oh nein, das war wieder falsch. Also man muss sich schon wirklich konzentrieren und genau hingucken. Ich fürchte mal, dass das Spiel später sogar noch schneller wird. Wenn man bessere Fahrzeuge bekommt und dann vielleicht mal irgendwie in eine Stadt fährt auf der Landstraße, weiß ja geil was. Ich bin ein professioneller Pilzsammler, genau. Naja, fast. Nur die Frage ist, was bekommen wir jetzt dadurch? Haben wir gar nichts? I'll show you the way when you've done the following. Ah, okay. Müssen also die Sachen komplett erfüllen und dann kommen wir vielleicht in das neue Gebiet rein. Was heißt Cure Rare Trees? Vermutlich erzählt er uns das. Da gibt es spezielle Bäume im Nachtforest. Sie sind sehr selten und sehr verletzlich. Und wir sollen die von Insekten befreien. Okay. Neue Aufgabe, warum nicht? Aber was so speziell an diesen Bäumen? Irgendwann wirst du es feststellen eines Tages. Gut, kaufen wir noch ein paar Klamotten ein, vielleicht noch ein paar Jumper. Ja, viel mehr Geld haben wir auch nicht. Und dann machen wir nochmal einen Run und dann gucken wir mal, was das mit den Bäumen auf sich hat. Wie auch immer ich die befreien kann von Insekten, keine Ahnung. Also ich sehe jetzt noch nichts mit Bäumen hier. Oh, reicht das? Reicht das? Reicht das? Oh, das reicht so gerade, um rüber zu kommen. Okay, das war einer von diesen Bäumen. Aber was hätte ich machen sollen? Ah, okay. Oh, das ist ja natürlich dann purer Zufall, dass man dann genau dieses Insektenmittel dann in dem Moment hat, während so ein Baum kommt. Okay. Das ist natürlich schwierig. Ja. Ja, wenn man keinen Bumper mehr hat, dann ist das so. Okay, aber jetzt wissen wir, was es mit den Bäumen auf sich hat. Ist natürlich schwierig. Ja, und so wiederholt sich das Spiel halt nach und nach. Ein bisschen grindy kann man da durchaus zu sagen. Wo ist der Wolf hin? Der Wolf hat wohl Feierabend. Aber uns trotzdem das Ding repariert? Ja, repariert es uns trotzdem. Ja, das ist Summer Catchers, liebe Zuschauer. Ab heute Abend dann auf Steam erhältlich. Wie gesagt, zum Preis kann ich euch nicht sagen. Aber ihr findet wie immer alle relevanten Links unten in der Videobeschreibung. Und dann schaut es euch doch einfach mal selbst an. Und schaut mal, ob ihr den Sommer findet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Habt ihr gehört? Das war der Wolf. Wo auch immer er hin ist. Ich weiß es nicht. Also bis zum nächsten Mal. Da ist irgendwas im Briefkasten. Gucken wir mal rein. Komisch. Mysteriös. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye.